Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist mit uns allen. Amen. Wir haben ja gerade gehört vom Licht. Denn ihr wart früher in Finsternis, nun aber seid ihr im Licht des Herrn, lebt als Kinder des Lichts. Ich bin vor ein paar Wochen gefragt worden, ob ich das heute Abend mache, ob ich da predigen kann. Und ich habe relativ schnell zugesagt, weil ich nämlich morgen einen Gottesdienst habe, wo ich schon wusste, dass ich den habe. Und da habe ich gedacht, ja, wenn ich jetzt morgen den habe, dann mache ich einfach das jetzt heute Abend auch, weil ich mich ja eh vorbereiten muss. Und ich habe jetzt morgen keinen gewöhnlichen Gottesdienst, sondern ich habe morgen zum ersten Mal Gottesdienst in Zeiningen. Das ist das Dorf, in dem ich meine Kindheit verbrachte. Und das war mir ein Anliegen, die haben gerade eine Vakanz, habe ich getroffen dadurch. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne mal in der Kirche einen Gottesdienst feiern. Und als ich das jetzt alles vorbereitet habe, habe ich das sehr auf diese Kirche halt jetzt zugemünzt und da dürft ihr jetzt mit. Ihr dürft jetzt mit auf die Alp nach Römerstein-Zeiningen und zwar in die Martinskirche. Ich vermute, außer meiner Mutter kennt diese Kirche niemand. Ich selber war auch schon ganz lange nicht mehr drin, das sind so Erinnerungsbilder, aber ich könnte mir vorstellen, dass ihr auch solche Kirchen habt, vielleicht auch eure Kindheitskirchen, die für euch so besondere Orte sind. Oft sind ja auch die alten Kirchen, also meine jetzige in Weidendorf, die Ostwaldkirche zum Beispiel, auch so eine ganz alte Kirche, die sind ja oft auch in so Kraftorten gebaut worden. Da ist Energie, da spürt man oft was. Und ich glaube, das ist in Zeiningen, in der Martinskirche, das ist auch so ein alter Kraftort. Das ist eine ganz alte, kleine Dorfkirche. Und was ihr jetzt immer auch vor eurem geistigen Auge habt, das sind dann eure Bilder. Ich erzähle euch meine Bilder aus der Kirche, aus der Martinskirche in Zeiningen. Und heute ist auch nicht so schwer, sich auf das Licht einzulassen, weil es ja ein ganz lichtvoller Tag war. Und der Raum hier ist ja auch sehr lichtdurchflutet, hier und hier und dann auch noch von dem, was man zahlt, vom Strom. Also, ein Ort, stellt euch vor, ein Ort voller Licht. Ihr könnt da die Augen zumachen. Ein Ort voller Licht, diese alte Kirche. Und in so alten Kirchen, da ist vorne ein Kreuz, wie auch hier in unserem Gottesdienstraum. Und in den alten Kirchen, da hängt meistens auch einer dran, ein Kruzifixus. Und der in meiner Kirche, die Kirche meiner Kindheit, ist sozusagen mein Kruzifixus. Das ist so mein Jesus am Kreuz, den ich immer vor Augen habe, wenn ich Jesus am Kreuz höre. Und in der Kirche sind Fenster, die viel Licht durchlassen. Und es gibt so eine blau-türkisene Orgel, die wurde aber erst damals, als ich Kind war, blau-türkis. Vorher war sie weiß und wurde in der Zeit renoviert. Und ich war sehr viel in der Kirche. Ich war damals, ich fand es irgendwie toll als Mädchen, ich war bei jeder Hochzeit, also einfach so, weil ich Hochzeiten toll fand. Und damals haben alle geheiratet. Und da saß ich immer auf der Empore und hatte dann von der Empore irgendwie den Blick. Was da auch sieht, ist, da gibt es so ein ganz großer Christophorus, also so ein ganz großes Gemälde, das ist die ganze Decke hoch. Und der Christophorus ist direkt gegenüber von der Eingangstüre und der trägt ja so ein Kindlein. Und ich habe mir sagen lassen, dass der deshalb gegenüber von der Türe ist, weil ganz früher, also nicht zu meiner Kindheit, sondern noch viel früher, später war es eigentlich pietistisch, aber ganz früher, waren die Bräute alle schwanger, als sie geheiratet haben. Und dann ist der Christophorus auch immer der Schutzheilige der Schwangeren gewesen. Also auch so ein Christophorus ist mit der Kirche. Und dann gibt es so Kirchenbänke und da saß ich dann als Kinderkirchkind und habe so den Raum wahrgenommen. Und in der Kirche habe ich sie so langsam alle auswendig gelernt. Alle Lieder, die man so im Gesangbuch kennt, die habe ich damals gelernt. Und in der Kirche habe ich auch meine erste Leiche gesehen.
da gab es so eine Sterbewelle, das Leichenhaus war voll und dann gab es keinen anderen Raum, die aufzubahren. Die Agnes Baumann, und die war dann hinten aufgebahrt, wo eigentlich normalerweise immer die Kinderkirche war. Und das ist auch so ein Eindruck, den ich mein Leben lang habe, diese Leiche, offene Aufbahrung in dieser Kirche. Also mein Kindheitsort. Und heute jetzt ein Text als Predigttext, wo es auch um Kindsein geht. Nämlich von den Kindern des Lichtes. Also es geht um die Lichtkinder. Lebt als Kinder des Lichts. Kinder sind oft solche Lichtgestalten. Und so erinnere ich mich selber auch, so als Neunjährige, da waren die Kindermissionen. Und dann wegen seiner Mission und dann später die Schwester Doris und meine Bekehrung als Neunjährige. Ich glaube, ich war in meinem Leben nie wieder so fromm wie damals mit 9 Jahren. Ich glaube, das ist so ein ganz, da feiern die Katholiken ja auch Kommunion. Das ist, glaube ich, ein besonderes Alter. Lebt als Kinder des Lichts. Diese Woche, bevor dieses Schreckliche passiert ist in Nizza, wo sicher auch Kinder, ich habe es nicht gesagt, aber sicher auch Kinder. Ja. War ja eigentlich noch was sehr Schönes in Frankreich, die EM, und auf Facebook ist da geteilt worden, auch ein Kind, ich weiß nicht, ob ihr das wahrgenommen habt, ein kleines portugiesisches Kind, das ein ganz traurig, also ein jungen französischen Erwachsenen, also der war vielleicht so kurz vor 30 oder so, der war völlig fertig, weil Frankreich verloren hat, und das kleine portugiesische Kind ist zu diesem erwachsenen Franzosen hin und hat ihn getröstet. Also wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, also das hat man dann gesehen, also es war wirklich, also das kleine portugiesische Kind. Ein Kind des Lichts, wie er den Franzosen getröstet hat, weil er so traurig war. In der Bibel ist oft von dem Licht die Rede. Zum Beispiel auch in geschriebener Form beim Zachäus, da wird das Licht beschrieben als Aufgang aus der Höhe. Oder ganz am Anfang von der Bibel, schon der zweite Vers, da heißt die Erde war Tohu Babohu und es war finster, und dann Vers 3 weiter im Hebräischen Yuhior, Vayuhior, und Gott sprach, es werde Licht und es war Licht. Das ist einer meiner Lieblingssätze aus der Bibel. Es werde Licht und es war Licht. Oder der Prophet Jesaja schreibt mal sinngemäß, wenn du Gottes Willen tust, geht auf das Licht über dir. Dann stehst du im Lichte Gottes. Er leuchtet, strahlt und lacht dich an. Und auf dieser Grundlage aus der hebräischen Bibel sagt dann Jesus von sich selber, Ego Emi, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und in diesem Lichtzusammenhang fällt mir immer auch ein Satz von Hans-Joachim Eckstein ein, der Neutestamentler mittlerweile war oder gerade noch ist in Tübingen. Der sagt, wir müssen nicht das Licht Gottes von uns aus produzieren, sondern es reicht lediglich, wenn wir es von Gott her reflektieren, so wie Edelsteine. Also wir müssen nicht es produzieren, sondern es reicht, wenn wir wie Edelsteine sind und das Licht reflektieren. Haben wir ja auch gerade ganz am Anfang gesungen, ne? Also aus Gottes Gegenwart, ich lass dein schönstes Licht, der Herr, berühren mein Gesicht. Lebt als Kinder des Lichts, die Frucht des Lichts ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Heißt also, wer ein Kind des Lichts ist, reflektiert praktisch Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Die Lichtkinder, die Kinder des Lichts, wir Kinder des Lichts haben also die Freiheit, alles in diesem Licht auf
den Prüfstand zu legen. Alles. Und das heißt, einfach alles. Es gibt nichts, was irgendwie da nicht liegen durfte. Und wir können alles in diesem göttlichen Licht angucken, vielleicht manchmal analysieren, wenn man es analysieren will. Wir können es nutzen oder dagegen angehen, je nachdem. Und das ist dann die christliche Freiheit, die bei Paulus ja auch mal so heißt, prüfet alles und das Gute behaltet. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das ist jetzt die unfruchtbaren Werke der Finsternis, von denen allein nur zu reden, schändlich ist. Ich weiß nicht, ob es so ist, dass wenn man, dass es einem nicht besonders gut tut, sich mit der Dunkelheit zu befassen. Ich habe das jetzt auch nach Nizza und so weiter öfters gehört und du hast es gerade auch so ein bisschen gesagt, Susanne. Man kann da reingehen in diese Finsternis und das groß thematisieren, aber vielleicht tut es einem nicht gut. Vielleicht sollte man eben sein Licht, sein Gesicht der Sonne zuwenden, dem Licht, dass die Schatten hinter einem fallen. Vielleicht ist das das Einzige, was man gegen diese finsteren Mächte und Kräfte tun kann, indem dass man ihnen einfach nicht so viel Beachtung schenkt, sondern sich umso mehr dem Licht zuwendet. Und hier haben wir ja einen richtigen Appell, ja, im Epheserbrief. Also ich mag es immer nicht so moral, aber hier haben wir sie. Also wir sollen uns nicht nur heimlich von den Werken der Finsternis distanzieren, sondern wir sollen unseren Mund aufmachen und ja, unsere Stimme dagegen erheben oder halt, um es nicht zu sehr zu thematisieren, das Dunkle, einfach umso mehr vom Hellen reden und sich umso mehr den Frieden wünschen und sich den Frieden geben. Und das ist auch durchaus wahrscheinlich ein politischer Auftrag, als Christen und Christen in dieser Welt zu stehen und dieses Licht zu reflektieren und von dem zu erzählen, das Dunkle nicht zu sehr zu betonen, sondern einfach diese Strahlen fassen und dich Gott wirken lassen. In dieser Kirche nochmal, zurück zu ihr, gibt es auch was, was ich als Kind nicht so verstanden habe. Und zwar eine ganz lange Tafel mit lauter Namen. Das eine waren die von 1914 bis 1918 und die anderen von 1939 bis 1945. Sehr, sehr viele Namen, die da gestorben sind. Auch aus dem kleinen Dorf sind sehr viele da gestorben und ich konnte das gar nicht so einordnen, weil in den 70er noch gar nicht so lange her, wo ich dann natürlich im Laufe meines Lebens verstanden habe, was da die politischen Hintergründe sind für diese Toten und dass von Deutschem Bodenkrieg ausging und dass wir Nationalsozialismus und Shoah hatten. Das ist so was Dunkles, wo man, ja, ist davon zu reden schädlich, aber schon was, als, wo wir als politischen Auftrag dann vielleicht doch auch durchaus mitnehmen sollten, dass sowas eben nicht mehr passiert und dass heutzutage kein neuer Krieg mehr passiert dann in Form von Terror. Also da haben wir dann als Kinder des Lichts, als Lichtgestalten, als Reflektierende, die Jesus reflektieren, denke ich, unseren Auftrag in dieser Welt. Und in diesem Licht zu stehen, geht ja oft so durch Meditation, Konzentration, durch Gebet oder eben auch schlicht durch Singen und manche Lieder sind ja auch Gebete.
Und so werden wir jetzt singen, auch das Licht besingen, nämlich Morgenglanz der Ewigkeit, leucht uns selbst in jener Welt, da die Lust, die uns erhöht, nie vergeht. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, diesem Licht der Welt.